Am 6. Mai hatte ich eine E-Mail in meinem Postfach. Grüezi, Herr Oehrich. Wir sind ein kleines Unternehmen in der Stadt Zürich, das Menschen unterstützt und begleitet, die wegen Krankheit, Unfall oder aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Arbeitsleben und vielfach auch aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Helga und Marianne haben uns in dieser Zeit dermaßen aufgeheitert, tun es immer wieder und die beiden begleiten uns. Vor allem meine Vorgesetzte, mein Herz am rechten Fleck, ist hin und weg. Die nette Dame fragte mich dann frei heraus, ob ich das gesamte Team aus Zürich einfach mal während einer Videokonferenz überraschen könnte. Und genau das habe ich bzw. Helga dann getan. Ich habe dann noch ein, zwei Informationen bekommen zu der netten Vorgesetzten, zu ihrem Hund, der manchmal Probleme macht und über Edith, die genau wie Helga eine große Vorliebe zum Eierlikör hat. Ja, und am 7. Juni um 9.05 Uhr konnte das Ganze dann beginnen und ich habe das Ganze natürlich für euch aufgezeichnet. Viel Spaß! Ja, wer ist das? Ja, sag Gott, danke. Klopft einen an. Also, läuft, bin ich jetzt schon drauf, oder was? Bin ich jetzt schon drauf? Warte mal, das läuft doch alles nicht. Warte mal. Oh nein! So. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen nach Zürich. Viele von euch wissen es nicht. 97 habe ich mal Integrationsmanagement studiert. Das war nicht lange. Ich habe das abgebrochen. Das war zu schwierig. Frau Sowieso. Wo ist die Sowieso? Wer ist die Sowieso? Ja, ja, da ist sie ja. Ich bin komplett geflasht. Ich bin komplett von den Schuhen. Wir sind ein Riesenfan. Mega. Ja, natürlich. Das freut mich ja auch, ne? Das freut mich ja auch. Frau Sowieso, ich habe gehört, Sie machen viel. Sie reichen sich den Allerwertesten auf für ein tolles Team. Und Sie machen einen tollen Job. Und dafür gibt's erstmal einen kleinen Applaus aus der Runde, würde ich sagen. So. Die Sowieso. Madeleine. Sie machen's den anderen aber auch nicht immer leicht. Madeleine. Ja. Mit ihrem ollen Köder, der die Bude immer voll furzt. Das ist nicht so einfach. Da müssen Sie einmal ein bisschen Rücksicht nehmen, finde ich. Mit den ganzen Flatulenzen, die der Hund da so hat. Kurze Sache noch. Edith. Wer ist Edith? Die Edith, genau, da muss ich mal direkt fragen. Ist ja schon kurz nach 9. Hast du schon Eierlikör-Intus oder bist du noch nüchtern? Nee, das Eierlikör habe ich schon. Da doch gerne mal einen rein. Nee, Eierlikör ist schon drin, sonst halte ich das ja gar nicht aus hier, ne? Also, ja. Absolut. Ich habe ja auch Beweisfoto. Guck mal, du bist ja schnell auch an die Grenze. Mensch, Mensch, Mensch. Leute, ganz kurz zum Abschluss. Ich möchte mich im Namen der Menschheit bei euch bedanken. Ihr macht einen tollen Job. Ihr kümmert euch um die, denen es nicht so gut geht. Um die, die nicht alleine weiterkommen. Und gerade in den letzten Jahren, eigentlich von 97 an, kümmert ihr euch dort dran. Und das finde ich toll. Solche Menschen braucht das. Solche Menschen brauchen wir mehr. Denn wenn es mehr von euch geben würde, wäre die Menschheit ein kleines bisschen besser. Ganz liebe Grüße aus dem hohen Norden nach, was ist das, Österreich, Schweiz? Ich habe doch keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Liebe Grüße, ich wünsche euch vom Herzen alles Gute. Bleibt gesund und macht weiter so. Herzliche Grüße nach Zürich. Ist das süß. Bis dann. Oh, ist das toll.